Einen wunderschönen guten Morgen heute Morgen und herzlich willkommen zu dieser Folge. Wir haben schon Donnerstag. Ich hatte es die letzte Woche am Sonntagabend, hat es mich gebeutelt. Ich war die Montag, Dienstag, Mittwoch diese Woche zu Hause. Mein Kreislauf hat schlapp gemacht am Sonntagabend. Es war Rasenmäherrennen. Ich war am Grillen, Kochen wie jedes Jahr. An dem Sonntag war es halt zu viel. Ja, wird es halt kurz dunkel. Ja, auch dann am Sonntag war es ja auch richtig. Das Wetter war ja richtig schön. Ja, ich weiß nicht, wie viel Grad es waren, 25 Grad oder so. Stand den ganzen Tag dann im Zelt. Ab und zu bin ich mal draußen herumgelaufen. Hab morgens gut gefrühstückt, würde auch sagen, ich habe recht ordentlich getrunken über Tag. Nach dem Frühstück dann den ganzen Tag nichts mehr. Halt so ist, wenn du dann halt am Werkeln bist, kochen bist den ganzen Tag. Und ja, wie gesagt, irgendwann gegen, ich weiß die Zeit nicht mehr, 17 Uhr oder so, ja, jetzt bin ich wieder da. Fühle mich allerdings immer noch nicht, wie soll ich sagen, immer noch nicht so gut. So, passt das überhaupt alles? Der hat mir gestern Abend die 946 geladen. Und er geht heute Morgen wieder raus auf die Deponie Wicke bei Wiesbaden. Aber auf jeden Fall fahre ich erstmal da raus. Halt doch in Gang, wo, ne, das gibt's da nicht. Eier ich doch rum, pack's doch nicht. Nee.
von der Autobahn runtergefahren hier. Also es ist heute Morgen. Jetzt sagen, eine ganz normale Wahnsinn, aber sag mal, von einigen liegt es hier wohl noch zu Hause im Bett. Er geht wieder auf die Deponie Wicker. Ich dachte eigentlich, wir wären da fertig. Scheinbar reisen wir noch was weg. Hab aber ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, wo der Bagger hin soll. Da auf der Baustelle. Der Baggerfahrer hat mich gerade überholt. Der ist also dürfte schon da sein. Müssen wir mal gucken. Einfahrt vor der Insel oder nach der Insel? Vor der Insel. Hier auf die rechte Seite werde man nicht müssen, denke ich. Das ist alles neu. Gehe wirklich davon aus, hier rein. Gucken, wo ich meinen Baggerfahrer finde. Ja, hier sieht schon wieder alles anders aus. So. Ah, da vorne steht er schon. Da vorne steht er ja. Die Waage sind beide weg hier. Alle hier reißen sie nicht ab, oder? Vielleicht noch die Tankstelle. Echt keine Ahnung. Hat der Blatt? Thank you.
geht. Doch. Doch, geht. Alles gut. Fernbedienung Falle. Jawohl. Ich soll jetzt in Stuhl Heimat kommen. Gucken, ob ich da hinten gedreht kriege. Mein Plan war eigentlich, dass ich hier Vorfahrt drehe, aber das gerade erledigt quasi. Gucken, dass ich da hinten, wie gesagt, dass ich da hinten drehen kann. Noch ein bisschen komisch irgendwie, ne? Steht der Park daneben? Ich weiß gar nicht, ob das vom Platz her reicht, ob ich daneben hoch käme. Links. Plan ist, dass ich jetzt hier hinten links reinschiebe. Und ach, das müsste nochmal passen, ne? Ich muss mal die Rübe raushalten im Moment. Mittlerweile bin schon im Hof, hab getankt. Weiß auch, was für ein Bagger, das ich lade. Hat jetzt hier 9,38. Hier steht. Der muss da oben hin.
abgeladen. Jetzt fahre ich nach Hause. Sattel um. Was war das gerade? Sattel um, lad mir eine kleine Walze. Lad mir eine Walze, keine kleine. Lad mir eine Walze und fahr. Und fahr die dann nach Völklingen. So ist mal der Plan. Einfach zu warm zum Schaffen. Eben rein ins Auto. Das gelbe Licht von der Hydraulikpumpe flackert als ab und zu und es kommen ganz komische Geräusche da vorne raus aus dem Sicherungskasten. Natürlich wieder der Vorführeffekt, ne? Keine Ahnung. Kommt gar nichts, ne? Oh ja. Er war ja in der Werkstatt letztes Wochenende, Freitag, Samstag. Wird schon. Ah, jetzt. Kommt hier vorne raus irgendwo. Ich brenne da auch ab gleich. Mach mal aus. Ich bin eigentlich kurz vor meiner Ausfahrt. Ich glaube, die ist aber gesperrt, ne? Oder komme ich da raus? Ne, sieht so aus, als wäre die gesperrt. Oh shit. Wie fahre ich denn jetzt wieder? Oder? Ich sehe es nicht richtig. Ja, die ist gesperrt. Eine Ausfahrt weiterfahren. Wenn ich das gewusst hätte, dann wäre ich. Bin ich gleich hier rumgefahren. Oh ja, alles gut. Warte, ich kann es immer noch nicht genau sagen, aber ich gehe davon aus, wenn ich das richtig sehe, aber stehen keine Sperrschilder irgendwo, ne?
wollt ihr dann noch alle hin, sagen wir? Ha, wo wollt ihr dann noch alle hin, sagen wir? Die ist doch frei. Ist doch frei. Gut, nehmen wir alles zurück und behaupten das Gegenteil. Wenigstens das läuft. Oder? Ja. Nee, nee, nee. Wenigstens das ist frei. So, ich hab leer. Ich soll nach Hause kommen. 20 vor 4. Ich denke, es passiert heute eh nicht mehr viel. Dreh ich hier noch. Weg, ja. Oh, sehe ich den einfach nicht mehr. Doch, nee, ist weg, ne? Ja, ich da jetzt dran fahre. Nur ja, der ist weg. Alles gut. Stand genau hier näher dran. So. Ja, ich glaube, das war es schon fast wieder wie heute. Ich glaube, das war es schon fast wieder für heute. Mal gucken. Normal müsst ihr an der Waage vorbeikommen, ne? Na doch, geht. Geht.
Die Frage, sieht er mich anrollen oder sieht er mich nicht anrollen? Mich überhaupt. Bonjour, danke. Bleibt der Hänge, glaubst du es? Jetzt bleibt der Hänge, glaubst du es? Ein bisschen verwunden. Ach Quatsch. Drin stand. Hallo? Letzte Meter bleibt der Hänger, die Sau. Das ist nicht wahr, oder? Doch. So, doch noch was geworden. Also, soll da hinten dran, wo diese Schachtringe, die Teile stehen, da soll ich hin. Ist da nur eine recht schmale Fahrt, ne? Wie ich das wieder mache, dass ich da dran vorbeikomme. Ich fahre da vorne runter. Schon den Bürgersteig kaputt machen, dann richtig.
sollte gehen einmal. So weit rein, dass ich mit dem Heck von der Straße bin. Ich weiß ja, warum wir hier eine Planierraube herfahren, aber gut. Bobcat hätte es können wahrscheinlich genauso machen. Hab hier schon ein bisschen weggeräumt, was ich wegräumen kann. Gucken, dass ich hier vorne nicht in die Grabe fahre. Rechts von mir ist ein Graben. Schalt, genau. Ja, war mein Fehler. Hab die Automatik wieder nicht draußen. Kann ich hier abladen? Gucken, ob das reicht. Gucken, ob es reicht. Keine Ahnung. Häng mal ab. Ich stehe jetzt hier links vor die Lampestelle quasi vor mich. Geht davon aus, das passt. Jogginghosendragge. Sorry. Hier direkt vorne dran stellen müsste nochmal klappen. So weit vor, wie es nur geht. Schauen wir mal. Lass die Kamera drin, sorry, wenn zu viele Leute, die hier rumlaufen, gucken, keine Ahnung. Nicht richtig im Hof. Ich habe einen Anruf bekommen, ich soll wieder zurück nach Ramstein. Steht eine kleine Walze, unsere kleine Walze, dann ja, die lade ich jetzt und fahre die auch rüber nach Weilerbach. Wie gesagt, jetzt war ich halt zu Hause. Fahren wir halt wieder raus. Alles gut. Ich fahre ja leer, da habe ich ja nur 30, 32 Liter Durchschnitt.
Wieder aus heiterem Himmel, ja. Die ganze Zeit ging's. Und jetzt ist kein Handy mehr verbunden. Ich geht mir so auf das Sack. Ah, gucki da. Hab nichts gesagt. Kieschheim-Bolanden, der 938 Laden. Heißt, ich fahre jetzt nach Hause. Häng die große Tieflader drauf. Kieschheim-Bolanden ist jetzt nicht so weit, aber vermutlich Hauenstein. Vermutlich. Dann wird es eigentlich auch Sinn machen, wenn man dann da den KMC gleich mitnimmt. Ne? Das ist wieder alles so ein. Gibt wieder eine Freitags-Hauruck-Aktion, die voll in die Hose geht. Das weiß ich jetzt schon. Ich kann ja auch kaum nicht drehen. Egal. Keine Hause rumfahren. Wieder eine Hauruck-Aktion, die voll in die Hose geht. Kann ich lenken, wie ich will, ne? Wenn ich kein Licht an habe. Und guide hier nichts. Ja, ein Bagger da rausquälen, wobei der ist, wenn ich das richtig verstanden habe, ist da die letzten Tage mit der Kette über den Asphalt gefahren. Keine Ahnung, wie es da jetzt aussieht. Reifen liegen noch da, muss ich also nichts mitnehmen. Auch nur eine große Tieflade und viel Lust.
Also wie es momentan aussieht, bleibt der Bagger dann drauf bis Montag. Montag dann, schon gesagt, Auenstein. Vermutlich dann dort direkt die KMC wieder laden. Und der geht dann auch vermutlich wieder raus nach Mannheim. Vermutlich. Gucken, wie wir das Ganze wieder machen. Aber es wäre ja dann ein Bagger da, das heißt, wir könnten den Arm vom KMC abstellen und den dann mit dem Bagger hier laden. Sollte der packen normalerweise. Vom Gewicht her. Knapp 10 Tonnen. Wenn du quasi mit dem Tieflader neben dran stehst, der hebt hoch, du fährst quasi unter den Arm. Sollte gehen. Folge. Wie gesagt, fahrt ihr nur noch nach Hause. Heute Abend noch eine Heidenarbeit. Privat. Danke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat wieder etwas Spaß gemacht. Es waren ja wieder nur 2 Tage, mehr oder weniger. Action. Dann müssen wir mal gucken. Ich habe dann noch, morgen habe ich auch nur Stress. Katastrophe. Dann müssen wir mal gucken. Ich habe ab 13., ja, also eigentlich ab 15., aber ab 13. sind wir im Urlaub. Das ist, müsste der Samstag sein. 13. oder 14., ich glaube der 13. Da wird noch eine Folge kommen. Es kann sein, dass dann, vielleicht ist das die hier, kann sein, das kann ich noch nicht genau sagen, dass dann nur eine oder eventuell dann für 14 Tage keine Folge kommt. Muss ich halt einfach mal gucken, wie es läuft, wie es klappt, wie ich Zeit dafür habe. Laptop werde ich mitnehmen in der Urlaub. Vielleicht mache ich auch ein bisschen was. Wie gesagt, je nachdem, wie ich Lust und Laune habe. Never ending story. Bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund, habt Spaß. Haut rein. Bis dann. Ciao.